Hallo, mein Name ist Thorsten Pung von Thorsten Pung Fotografie und heiße euch recht herzlich auf meinem Kanal willkommen. Heute soll es um die Adobe KI gehen. Wie ihr sicherlich wisst, hat mit dem letzten Update von Lightroom und Camera Raw in Photoshop diese bereits Einzug erhalten. Und zwar gibt es nun unter dem Entwicklungsmodul in Lightroom unter Details den Menüpunkt Entrauschen. Und zwar das reduzierte oder reduziere Rauschen durch die KI. Das Ergebnis wird als neue DNG gespeichert. Was bedeutet dies? Ein Bild wird anhand einer KI entrauscht und dann als neue Datei abgespeichert. Doch um dieses Feature soll es heute gar nicht gehen. Es geht heute vielmehr um die neue Beta-Version von Photoshop. Photoshop bietet in der neuesten Beta-Version das generierte Füllen an. Als erstes für euch, wie komme ich an die neue Beta-Version von Photoshop? Dazu öffnet ihr euren Creative Cloud Desktop Manager, geht auf Applikationen und hier habt ihr einen Punkt, der nennt sich Beta-Applikation. Wenn ihr diesen anklickt, bekommt ihr alle Beta-Applikationen angezeigt und könnt dann entsprechend die Photoshop Beta-Version installieren. Das habe ich bereits getan und so können wir jetzt in der neuen Beta-Version von Photoshop das generierte Füllen oder das KI-basierte Füllen einmal testen. Dazu bin ich hingegangen und habe einmal ein paar Testfotos von mir selbst gemacht, weil mich interessiert ganz explizit, wie arbeitet die neue KI mit Beleuchtungen, wie in diesem Bild. Ich werde hier von links beleuchtet oder mit Perspektiven. Also hier sieht man mich ja von schräg unten fotografiert. Oder auch, wie arbeitet die neue KI, wenn ich irgendwo sitze? Ich habe uns diese Bilder einmal in Photoshop geöffnet. Ihr seht nun das erste Bild, ein Beispielbild von einem Berg vor einem See. Hier fehlt mir persönlich die Spiegelung. Diese Spiegelung kann ich jetzt erzeugen, indem ich einfach grob hier mit dem Lasso einmal markiere den See. Sagen wir in etwa so. Und hier nun unter generative Füllung eingebe Reflection. Wir generieren das Ganze. Er rechnet jetzt. Dieser Balken ist etwas davon abhängig, wie schnell euer Rechner ist und wie gut eure Internetverbindung ist. Es dauert noch einen kleinen Moment und dann schauen wir uns das Ergebnis an. Ihr seht hier auch, es wurde eine neue Ebene erzeugt und bitteschön schaut es euch mal an. Wir haben hier zum Vergleich vorher den See ohne Spiegelung und hier jetzt die KI-basierte Spiegelung, die, wie ich finde, nahezu perfekt ist. Es gibt hier auch immer drei verschiedene Auswahlen. Das ist das erste Bild, hier das zweite und hier die dritte Variante. Mir hat in dem Fall tatsächlich die erste Variante besser gefallen, am besten gefallen. Auch geht, dass man mit der neuen Funktion Objekte im Bild einfügt. Hier würde mir zum Beispiel ein Hotel hier oben hinter den Bäumen oder teilweise von Bäumen versteckt, würde mir ein Hotel gefallen. Ich markiere also wieder hier oben diese Stelle und sage bei generativen Füllung Hotel. Ich generiere das Ganze. Und ihr seht, ich habe jetzt hier eine weitere Ebene erhalten. Und diese weitere Ebene zeigt mir jetzt entsprechend hier oben ein Hotel an. Ich kann auch hier wieder zwischen drei verschiedenen Varianten wählen. Dieses zum Beispiel. Oder auch dieses. Das würde mir zum Beispiel am besten gefallen, weil es so vom Stil her am ehesten in die Alpen reinpasst. Und was ich vor allem sehr beeindruckend finde, ist, dass auch die Schärfe hier beachtet wird. Ja, also dass wir hier wirklich in der Schärfenuntiefe, in der Untiefe der Schärfe hier ein Hotel haben,
was sich nahezu perfekt in die Landschaft integriert. Das zu den Basisfunktionen der neuen KI von Photoshop in der Version 24.6. Jetzt kommen wir allerdings zu dem, also wo ich es am ehesten nutzen würde oder wo es mir am meisten wahrscheinlich hilfreich sein würde. Und zwar öffnen wir mal einmal das erste Bild. Dieses erste Bild habe ich bereits dahingehend mich markiert. Das ist auch ganz einfach. Ich sage hier einfach Motiv auswählen. Dann macht er einen Freisteller von mir. Der ist mit Sicherheit jetzt nicht nahezu perfekt, aber für unsere Zwecke reicht er voll und ganz aus. Zusätzlich möchte ich mein neues Bild etwas breiter haben. Also nicht hier im Hochkantformat, sondern ich hätte gern, dass mein KI-erzeugtes Bild nachher, sagen wir einfach, doppelt so groß wird. Also 10.000 Pixel. Ihr seht also, ich habe jetzt hier links und rechts diesen schwarzen Bereich und dieser Bereich soll ebenfalls von der KI ausgefüllt werden. Also Motiv auswählen. Und hier ist jetzt Folgendes wichtig. Ich möchte ja nicht, dass ich ausgetauscht werde, sondern der Hintergrund. Daher gehe ich auf Auswahl, Auswahl umkehren und habe dementsprechend jetzt den kompletten Hintergrund inklusive der schwarzen Flächen ausgewählt. Nun wieder generative Füllung. Wichtig hier zu wissen, die generative Füllung oder die Stichworte, die ich hier angebe, funktionieren momentan nur in Englisch. Selbst wenn die Beschreibung hier in Deutsch ist, ihr müsst die Stichwörter in Englisch angeben, steht ja auch hier. Beschreibe, was du generieren möchtest oder gib einfach gar nichts an, nur Englisch. Gut, ich würde mich jetzt gerne in ein Lost Place integrieren, in so ein Industrial Lost Place. Ja, und mich interessiert hier vor allen Dingen, wie setzt er mich von der Perspektive in dieses Lost Place und was macht er mit meiner Beleuchtung, da ich ja hier von links beleuchtet werde. Ich tippe also hier unten ein, Industrial Lost Place und lasse ihn wieder generieren. Auch hier nochmal der Hinweis, der Balken hängt stark von eurer Rechnergeschwindigkeit ab oder von eurer Performance eures Rechners ab. Ich habe einen relativ neuen Rechner, einen relativ leistungsstarken Rechner. Das kann unter Umständen sein, dass dies bei euch etwas länger dauert. So, wir haben das erste Ergebnis. Das gefällt mir überhaupt nicht. Wir schauen uns das nächste Ergebnis an. Das sieht jetzt eigentlich schon ganz gut aus. Bitte beachtet nicht, dass ich hier so teilweise fehlerhaft ausgeschnitten bin. Wie gesagt, das war eine automatische Motivauswahl. Ich würde natürlich, wenn ich das jetzt nicht nur zu Demozwecken machen würde, würde ich mich sehr exakt als Freisteller ausschneiden. Und die dritte Variante wäre diese hier. Gut, mir gefällt jetzt von diesen drei Varianten eigentlich keine so wirklich. Dann gehe ich einfach nochmal auf Generieren. Und jetzt geht Photoshop hin und erzeugt mir drei zusätzliche Varianten schon zu den drei bestehenden Varianten. Wir schauen mal diese. Diese gefällt mir zum Beispiel schon ganz gut. Das würde von der Belichtung ungefähr passen. Und ich bin auch von der Perspektive meiner Meinung nach eigentlich ganz vernünftig in dieses Bild integriert. Wir schauen noch die letzte. Auch die hier könnte von der Belichtung her ungefähr hinkommen, weil wenn wir den Schattenverlauf hier sehen von den Gegenständen, die hier auf dem Boden liegen, dann sehen wir, dass die Beleuchtung von der Seite kommt. Und auch da finde ich von der Perspektive mich eigentlich sehr vernünftig integriert. Wir schauen uns das nächste Beispiel an. Hier sieht man mich von hinten und die Beleuchtung kommt ebenfalls wieder von dieser Seite, wie man hier an meiner hellen Stelle an meinem Kopf sieht. Auch da habe ich mich wieder markiert oder ausgewählt und über Motiv auswählen und ich gebe den gleichen Suchbegriff ein oder den gleichen Stich, die gleichen Stichworte Industrial Lost Place. Ja, ich habe einen Schreibfehler und gehe auf Generieren.
Und ihr seht, jetzt habe ich einen Fehler gemacht. Ich habe nämlich nicht vorher Auswahl umkehren gemacht. Jetzt hat er mich quasi durch ein Industrieobjekt ersetzt. Das wollen wir natürlich nicht, deswegen lösche ich die Ebene. Gehe nochmal auf Motiv auswählen. Habe mich wieder von Photoshop freistellen lassen und ganz wichtig, Auswahl umkehren. Also, ich möchte nicht mich auswählen, sondern quasi den Hintergrund. Wieder auf generative Füllung und wieder Industrial Lost Place. Wir gehen auf Generieren. Und hier habe ich meine drei Ergebnisse. Das ist das erste. Hier nun das zweite, was ich finde sehr gut passt, weil auch hier der Schatten geht hier nach links. Und entsprechend hat er auch hier wieder die Beleuchtung berücksichtigt. Also hat mich korrekt von der Belichtung oder von der Lichtsituation in dieses Lost Place eingebaut und auch meiner Meinung nach korrekt von der Perspektive. Wir schauen uns das dritte Beispiel an. Okay, gut. Das ist jetzt nicht ganz so mein Fall. Wir können wieder Folgendes ausprobieren. Wir gehen wieder auf Bild. Wir sagen Arbeitsfläche. Und wir sagen wieder, die Arbeitsfläche soll doppelt so groß sein. Wir löschen einfach nochmal diese Ebene raus. Dann bin ich wieder entsprechend hier im Bild. Oder wir gehen sogar hin, oder lasst uns hingehen und das Bild sogar noch etwas größer machen. Also Arbeitsfläche und wir sagen hier einfach mal 15.000 Pixel. Gehen auf ganzes Bild anzeigen, dass wir alles schön drin haben und gehen jetzt auf Motiv auswählen einmal. Und wie gesagt, bitte beachtet, das ist ein automatischer Freisteller von Photoshop über Motivauswahl. Würde ich das jetzt wirklich für ein Kundenprojekt oder für eine eigene Arbeit verwenden, dann würde ich natürlich diesen Freisteller noch mal etwas nacharbeiten, so dass ich von der Freistellung besser ausgewählt wurde oder dass der Freisteller etwas detaillierter ist. Aber für unsere Zwecke reicht das ja voll und ganz aus. Deswegen wieder Industrial Lost Place generieren. Er rechnet wieder und auch hier wieder eine neue Ebene. Und auch hier wieder der gleiche Fehler wie eben. Ich habe wieder nicht auf Auswahl umkehren geklickt. Ich lösche also die Ebene wieder. Ihr seht schon, man sollte schon wissen, was man tut. Also ich wähle mich erneut aus, habe den Freisteller, sage Auswahl umkehren und sage wieder Industrial Lost Place. Ich generiere wieder. Und achtet hier mal auf den Schattenfall, der hier nach vorne links fällt. Das sind die Ergebnisse. Das ist Ergebnis Nummer 1. Ergebnis Nummer 2. Sieht sehr gut aus, vor allen Dingen gefällt mir hier wirklich sehr gut, dadurch, dass ich im Originalbild ja hier im Gras stand und quasi meine Füße hier mehr oder weniger abgeschnitten sind, passt das hier natürlich optimal. Ja, also die Integration von mir in diesem Lost Place ist an den Stellen hier optimal gelöst und auch wieder von der Perspektive einwandfrei und auch die Schattenwürfe finde ich passend sehr realistisch. Aber wir schauen uns noch Beispiel 3 an.
Und auch hier, wie ich finde, sehr gut gelöst mit dem Gras hier unten. Und die Perspektive passt einwandfrei und auch der Schattenfall passt einwandfrei zu diesem Lost Place. Also so könnte ich wirklich in diesem Lost Place gestanden haben. Nochmal, bitte achtet nicht darauf, dass der Freisteller hier an solchen Stellen natürlich sehr ungenau ist. Das liegt einfach daran, weil ich über die automatische Motivauswahl gegangen bin. Hier müsste man beim Freisteller etwas sorgfältiger arbeiten. Wir schauen uns Beispiel 3 an. Beispiel 3 habe ich uns jetzt hier wie folgt vorbereitet. Und zwar, hier ist die Schwierigkeit, ich hänge hier oder lehne mich hier über eine Bank. Diese Bank möchte ich natürlich in meinem Freisteller nachher oder in meinem generierten Bild nicht enthalten haben. Und was macht jetzt hier Photoshop? Photoshop müsste also erkennen, zum einen, dass nur dieser Teil hier von mir sichtbar ist. Es müsste also hier etwas davor bauen, wo ich mich drüber lehne. Und zusätzlich auch hier wieder die Perspektive beachten, als auch die Belichtungssituation. Wir geben das Ganze wieder ein. Industrial Lost Place. Generieren das Ganze. Und nun bin ich sehr gespannt, ob Photoshop tatsächlich in der Lage ist zu erkennen, dass es sich hierbei um eine Person handelt, die sich über etwas drüber lehnt und somit der untere Teil des Bildes auch entsprechend verdeckt sein muss. Und jetzt schaut euch bitte dieses Ergebnis an. Photoshop hat also erkannt, dass ich irgendwo integriert sein muss, ja, und entsprechend nur dieser Teil hier von mir erhalten bleiben darf. Und hat auch einen entsprechenden Schatten der Belichtungssituation entsprechend auf diesen, ja, Metallcontainer oder Ähnlichem angebracht. Wir schauen Variante 2. Hier liege ich wohl an einem Baumstamm angelehnt. Und Variante 3. Gut, die ist jetzt meiner Meinung nach nicht ganz so gut gelöst. Aber auch hier würde ich wieder sagen, das Ganze würde mich aber interessieren mit einer größeren Bildfläche. Also Arbeitsfläche, sagen wir einfach wieder 15.000 Pixel. Wir sagen kurz ganzes Bild, dass wir alles sehen. Und ich sage jetzt einfach nochmal neu generieren. Dann bleiben wir diese drei Bilder im Hochkantformat erhalten. Und die neuen drei Bilder, die mir erzeugt, müssten eigentlich jetzt die komplette Arbeitsfläche füllen. Das macht er nicht. Deswegen, dann machen wir es wie folgt. Dann löschen wir einfach nochmal die Ebene und sagen jetzt an der Stelle einfach nochmal Motiv auswählen. Und korrigieren hier ganz schnell das, was wir noch zusätzlich ausschneiden wollen mit unserem Stiftwerkzeug. Und wir machen das nur ganz grob. Wie gesagt, nur ganz grob. Also ich schneide mir jetzt hier natürlich auch einiges von meinem Finger ab. Aber zu Testzwecken soll das uns nicht weiter stören. Ich mache es auch nicht mit meinem Zeichentablet, sondern einfach gerade nur mit der Maus. Sage Auswahl erstellen und sage hier von Auswahl subtrahieren. Zack, dann ist das weg. Und hier machen wir das Gleiche. Ich hätte gerne hier einmal, dass er den Punkt hier auch ausspart. Und ich möchte natürlich nicht diese Bank mit dabei haben. Zack, Auswahl erstellen, von Auswahl subtrahieren. Jetzt habe ich entsprechend nur mich ausgewählt. Ich gehe wieder auf Auswahl umkehren. Generative Füllung, Industrial Lost Place. Errechnet.
Und wir haben die Ergebnisse. Jetzt schauen wir uns dieses Ergebnis mal als ganzes Bild an. Nicht schlecht gelöst, wie ich finde. Ihr seht hier den Schattenwurf von der Säule. Ja. Und ihr seht hier, wie ich hinter einer Mauer wohl versteckt bin. Perspektivisch passt das einwandfrei. Der Schattenwurf, der hier auf den Stein eingezeichnet wurde, passt zur Beleuchtungssituation. Sehr gut gelöst von Photoshop, wie ich finde. Wir schauen uns noch Beispiel 2 an. Gut, dieses Beispiel gefällt mir gar nicht, passt auch nicht wirklich. Und Beispiel 3, auch das meiner Meinung nach nicht gut gelöst. Aber Beispiel 1 hat mir zum Beispiel sehr, sehr gut gefallen. Könnte ich mir vorstellen, dieses Bild so zu verwenden. Das nächste Beispiel. Hier haben wir folgende Situation. Ich habe mich ausgewählt entsprechend und wir haben jetzt hier das Problem, dass mein Arm abgeschnitten ist. Photoshop müsste also erkennen und natürlich, und man muss dazu sagen, natürlich auch, meine Beine sind weg. Also es handelt sich hierbei nur um den Oberkörper, als auch mein Arm ist abgeschnitten. Wenn also jetzt die Photoshop-KI dieses Bild ergänzt, wenn wir sagen, wir hätten das Bild gern größer, auch hier wieder die Arbeitsfläche, sagen wir einfach mal 10.000 Pixel. Wir gehen auf ganzes Bild. So, und wenn Photoshop dieses Bild jetzt hier ergänzen müsste, dann müsste ja Photoshop KI-basierend hier etwas hinbauen, was quasi ebenfalls meinen Arm verdeckt. Auch da bin ich wieder gespannt, wie Photoshop dies lösen möchte. Wir schauen kurz, was die automatische Motivauswahl macht. Die ist eigentlich ganz gut, nur an dieser Stelle nicht. Deswegen korrigiere ich die hier schnell. Ebenfalls wieder mit dem Stiftwerkzeug. Auch wieder ganz grob nur. Wir sagen Auswahl erstellen und von Auswahl subtrahieren. Wir lassen uns wieder das komplette Bild anzeigen und sagen auch diesmal wieder wichtig, Auswahl umkehren. Auch hier wieder Industrial Lost Place. Generieren. Gut, diese Lösung gefällt mir persönlich gar nicht. Diese Lösung ist auch nicht schlecht. Er hat meinen Arm einfach ergänzt. Wollen wir aber nicht. Und wir schauen uns die dritte Lösung an. Auch diese Lösung ist meiner Meinung nach nicht gut gelöst. Wir sagen nochmal neu generieren. Vielleicht findet er noch eine bessere Lösung. Ihr seht also an dieser Stelle, die KI ist schon so intelligent, dass sie weiß, okay, hier gehört noch der Rest vom Arm hin. Nicht wirklich gut gelöst. Dies könnte meiner Meinung nach eigentlich ganz gut funktionieren, wenn ich jetzt sagen würde, ich würde das Bild hier abschneiden, irgendwie an dieser Kante oder sowas, dann könnte es tatsächlich funktionieren. Oder ich fülle diesen Teil hier auf, sodass das jetzt quasi hier auch verdeckt wäre, dann würde das meiner Meinung nach funktionieren. Wir schauen noch die dritte Variante durch. Und diese Variante funktioniert meiner Meinung nach von der Belichtung eigentlich ist es okay, aber hier wird es von der Schärfe her nicht hinhauen, weil wir hier unscharf sind. Ich allerdings scharf im Bild bin, deswegen würde das nicht gut passen. Wir geben ihm noch einen letzten Versuch. Auch hier wieder Arm ersetzt, gefällt mir nicht. Gut, ich lehne mich quasi hier auf, aber der Arm ist nicht wirklich schön angebaut. Und die letzte Variante ist auch wieder nichts. Also wir sehen, die KI versucht hier schon intelligent zu entscheiden, okay, der Arm ist abgeschnitten, da gehört noch was dran. Und baut dann quasi den Arm nach oder versucht alternativ quasi den Arm durch etwas zu verdecken, was okay ist.
Aber hier wäre noch etwas Verbesserungsbedarf. Nichtsdestotrotz, die ersten Ansätze, dass er überhaupt erkennt, dass hier noch ein Stück Arm hingehört, beziehungsweise der Arm verdeckt sein muss, finde ich großartig. Nächstes Beispiel, ich sitze auf etwas. Auch da habe ich mich wieder vorausgewählt über die automatische Motivauswahl. Ich möchte das Bild dieses Mal so lassen. Ich möchte es gar nicht größer haben. Und hier würde ich jetzt mal sagen, probieren wir mal was ganz anderes aus. Und zwar sagen wir einfach mal Beach. Wie würde es denn aussehen, wenn ich jetzt hier am Strand sitze? Und erkennt Photoshop auch, dass ich auf einer Mauer sitzen muss? Halt, ich gehe auf Abbrechen, weil mir ist gerade aufgefallen, ich habe garantiert wieder nicht die Auswahl umgekehrt. Ja, jetzt haben wir die Auswahl umgekehrt und wir sagen einmal Beach und generieren das Ganze. Und jetzt schauen wir einfach mal, ob Photoshop erkennt, dass ich gerne an einem Strand, auf einer Mauer oder ähnlichem sitzen möchte. Und schaut euch bitte dieses Ergebnis an. Ich sitze also jetzt nicht perfekt freigestellt. Wie gesagt, nur automatische Motivauswahl. Aber ich sitze jetzt an einem Stand, auf einem Stein am Strand. Nächstes Beispiel. Passt eigentlich ganz gut. Könnte so tatsächlich sein. Finde es auch sehr schön, dass der Fuß hier quasi auf so einem Felsen liegt und hier quasi auf dem Boden aufsteht. Von der Belichtung her, auch das könnte hinkommen. Ich werde ja hier, wie man an meinem Bein sieht, von der Seite noch beleuchtet. Hier sieht man auch, Licht kommt von da. Ist okay. Dritte Version, schauen wir uns auch noch an. Gut, die würde mir jetzt nicht so gut gefallen. Aber das für mich Entscheidende ist, dass Photoshop hier tatsächlich erkennt, dass ich sitze und dass entsprechend auch etwas generiert werden muss durch die KI, wo ich drauf sitze. Das nächste Beispiel. Hier haben wir ein Bild, wo ich schräg von unten fotografiert bin. Ich stehe ja hier auf dieser, von eben vom Bild davor schon auf dieser Mauer, stehe ich diesmal drauf. Und hier würde mich jetzt interessieren, wie Photoshop hier bei der KI mit der Perspektive umgeht. Wir sagen einfach nochmal Industrial Lost Place. Und sagen generieren. Jetzt schaut euch bitte dieses Ergebnis an. Es ist korrekt beleuchtet. Ich werde von hinten beleuchtet. Entsprechend sieht man ja hier dieser Lichteinfall auf meiner Hose. Und auch hier Beleuchtung absolut korrekt. Und bitte, mal ganz im Ernst, die Perspektive wurde von Photoshop absolut korrekt ausgewählt. Also dieses erste generierte Bild von der KI, meiner Meinung nach, absolut perfekt. Zweite Beispiel, auch das von hinten, Sonne, ich stehe wohl irgendwo hier in einer Industriehalle, absolut von der Beleuchtung perfekt, von der Perspektive absolut genial umgesetzt. Beispiel 3. Auch hier nochmal, der Freisteller ist nicht besonders gut. Ebenfalls, ich stehe auf etwas drauf, auf irgendeinem Schrottteil in dieser Lost Place Location und auch das gut umgesetzt, wobei mir persönlich diese Variante schon am besten gefallen würde. Also die finde ich absolut genial oder auch diese hier, toll gelöst von Photoshop. Das letzte Beispiel, was ich euch noch zeigen möchte, ist ebenfalls wieder, ich stehe auf einem Stein. Beleuchtung ist diesmal relativ gleichmäßig. Ich stehe nicht, ich sitze auf einem Stein. Und auch hier wieder, wie löst Photoshop dieses Bild? Deswegen wieder Auswahl umkehren, sodass nicht ich ausgewählt bin, sondern quasi der komplette Hintergrund. Wir gehen wieder, oder lasst uns auch diesmal wieder hingehen und das Bild etwas vergrößern. Also Arbeitsfläche. Und wir sagen statt 5000 Pixel, sagen wir einfach mal, wir machen ein rechteckiges Bild, also ein quadratisches. Also wir hätten auch gern Breite wie Höhe entsprechend gleich. So, also dann jetzt nochmal Motiv auswählen.
habe mich einigermaßen sauber ausgestellt. Gut, ich würde jetzt hier normalerweise den Fuß noch nacharbeiten und auf jeden Fall den Freisteller im Ganzen kontrollieren. Ich vermute, er hat natürlich hier oben im Kopfbereich nicht so sauber gearbeitet, aber für Demozwecke reicht es aus. Deswegen Auswahl umkehren. Industrial Lost Place. Wir gehen auf Generieren. Und schaut euch bitte dieses Ergebnis an. Ich sitze also hier irgendwo drauf. Funktioniert an dieser Stelle nicht besonders gut. Deswegen einfach mal das nächste Beispiel. Funktioniert schon besser. Ich habe das Bein hier runterhängen. Der Fuß steht hier auf diesem Behälter hier drauf. Von der Beleuchtung her kann es auch hinhauen. Und Beispiel 3, meiner Meinung nach auch absolut okay. Ja. Also ihr seht anhand den Beispielen, die ich euch heute gezeigt habe, wie intelligent diese neue KI in der Beta-Version von Photoshop ist. Also nochmal, dieses Beispiel hier, Perspektive, absolut korrekt erkannt. Beleuchtung von hinten, absolut perfekt. Dieses Beispiel hier, ich sitz am Strand, bin von der Seite korrekt beleuchtet. Hier unten meine Füße sind super in Bild integriert. Könnte also so passiert sein. Dieses Bild hier, diese Fläche noch ausgefüllt, einwandfrei. Wir können das ja mal gerade schnell machen. Ich generiere mir schnell einfach aus diesem Bild eine neue Ebene. Würde jetzt in dem Fall dann sagen, okay, dieser Bereich hier, da hätte ich gerne eine Auswahl. Und hier hätte ich jetzt gerne eine inhaltsbasierte Füllung. Nehmen wir das hier raus und dann sagen wir einfach mal anwenden. Okay, und wenn ich jetzt die Auswahl aufhebe, ihr seht, jetzt würde es schon einwandfrei passen, als wenn ich quasi hier irgendwo angelehnt stehe und davor ist noch eine Säule. Ja, also auch hier super von Photoshop umgesetzt. Das Beispiel, klasse. Ja, mich hier so entsprechend zu integrieren. Belichtung wieder absolut korrekt, sogar einen Schattenfall, den meine Arme ja in dem Fall hier erzeugen müssten auf dieser Mauer, top gelöst. Dieses Beispiel ebenfalls von der Perspektive, von der Beleuchtung, vom Schattenfall absolut genial gelöst. Und auch dieses Beispiel hier, die Belichtung, meiner Meinung nach könnte das tatsächlich so entstanden sein. Und wie gesagt, beachtet immer, das sind jetzt quasi nur Bilder, wo der Freisteller, also wo ich im Bild integriert bin. Hier müssten natürlich dann jetzt alle weiteren Schritte für ein gutes Composing folgen, sprich Beleuchtungsanpassung, Details und so weiter und so fort. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Ich konnte euch die neue KI-Version in der Photoshop Beta einmal vorstellen. Und zwar nicht im Bereich von, wie kann ich ein zusätzliches Objekt hier einfügen oder wie kann ich Objekte hinzufügen, sondern wie kann ich wirklich mal hingehen und kann die Auswahl umkehren und sagen, okay, ich hätte gerne mich in einer komplett anderen Umgebung integriert und wie arbeitet Photoshop hier an der Stelle mit der Belichtung, mit der Perspektive, mit dem Schattenwurf oder mit entsprechenden Schwierigkeiten, wie hier in diesem Bild oder entsprechend in diesem Bild. Ich bedanke mich, wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen da oder abonniert meinen Kanal und ansonsten wünsche ich euch eine gute Zeit, viel Spaß mit der neuen Photoshop-Version und wir können sehr gespannt sein, was da noch in Zukunft alles auf uns oder auf was wir uns alles in Zukunft noch freuen dürfen.